Hallo Fans und Freunde der Vienna, bevor es am Sonntag und zwar schon um 10.15 Uhr zum LAC geht, gibt es heute noch ein Fotoshooting in eigener Sache und zwar ein Modeshooting. Wie ihr seht, gibt es schon die ersten Come on Vienna Merch, Pullover und Poloshirts, höchstwahrscheinlich dann mal über Facebook zu kaufen. Das heißt, schreibt mir ganz einfach, wenn ihr interessiert seid an einem Come on Vienna Merch und dann kann ich euch gerne die passende Größe zuschicken. Preise werde ich dann auf Facebook auch noch einschreiben. Ja, der Thomas ist so lieb und fotografiert mich heute und schaut euch das an. Also, Come on Vienna. Heute ist der Thomas so lieb und fotografiert mich. Das heißt, ich bin heute das erste Mal vor der Fotokamera und weiß ja nicht, tue ich mich gut? Ein perfektes Model. Also haben wir es gelernt. Ja, wir glauben jedes Wort. Guten Morgen, liebe Vienna-Fans. Read my Augenrings. Es ist 9 Uhr in der Früh, es ist Sonntag und das Wetter ist... Ja, der Jahreszeit entsprechend sehr herbstlich, aber kein Problem für uns Vienna-Fans, denn heute gibt es ein Spiel, genau gesagt unten in Erdberg. Um 10.15 Uhr spielt unsere Kampfmannschaft gegen den LAC und ja, natürlich sind wir alle live dabei und unterstützen unsere Kampfmannschaft tatkräftig und natürlich lautstark, damit wir wieder 3 Punkte heimfahren und ja, unseren Platz in der Tabelle verbessern und wieder vorne mit dabei sind. Ja, schauen wir mal runter. Und hoffen auf ein gutes Spiel. Also, kommen wir nach. Ja, Fans und Freunde der Vienna, 4:1 gewonnen, auswärts gegen LAC, gutes Spiel, war es leider Gottes nicht, aber 3 Punkte, die nehmen wir gerne mit nach Hause. Jetzt schauen wir uns noch die Reservemannschaft an, die U23, schauen wir mal, wie die spielen, also Come on Vienna. Liebe Vienna-Fans, 5:2 unsere Reservemannschaft, super Spiel. Sie haben ein 0:2 aufgeholt und dann in der zweiten Halbzeit dank guter Unterstützung der Vienna-Fans noch ein 5:2 herausgeholt. Wir gratulieren unserer U23 und weiter geht's. Auf der Erfolgsspur für unsere Vienna. Also, come on Vienna. Vienna Amateure, oh oh! Vienna Amateure, oh oh!
So, liebe Vienna-Fans, der Sonntag ist noch lange nicht vorbei. Drittes Spiel des heutigen Tages ist ein Damenmatch im Floridsdorf. Ja, da sind wir einfach live dabei. Also, schaut sich das an. Kammern Vienna. Ja, Fans und Freunde der Vienna, das war das Damenmatch. Leider Gottes 3-1 verloren, aber war ein recht ansprechendes Spiel. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das Video. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise abonniert den Kanal, Glocke nicht vergessen zu drücken. Und bis zum nächsten Spiel, Come on Vienna.